Und jetzt sind die Muffins fertig? Sie fangen doch gerade erst an zu backen. Wie wär's, wenn Holly ein kleines bisschen Zauberei dazu gibt? Ich halte es für eine bessere Idee, wenn ihr beide draußen spielt. Und ich euch rufe, wenn die Muffins fertig sind. Dann müssen wir wohl... Mir fällt doch bestimmt wie immer ein lustiges Spiel ein. Ich hab heute aber gar keine Lust, Spiele zu spielen. Ach, Unsinn. Du spielst doch gern. Viel Spaß! Ich wünsche mir, dass die Muffins nicht so lange backen müssen. Ich auch. Ich glaube, wir sollten inzwischen wenigstens versuchen, ein Spiel zu spielen. Na schön. Wie wär's mit Fang? Das finde ich toll. Einverstanden. Aber du spielst ohne Schummeln, klar? Nicht zaubern. In Ordnung. Du bist... Na los, fang mich! Du fängst mich nicht! Du rennst viel zu schnell! Das kann ich nicht ändern! Elfen sind gut im schnellen Rennen! Und ich bin ein Elf! Das ist unfair! Feen können nicht so schnell laufen wie Elfen! Na schön, dann hopse ich auf einem Bein! Du fängst mich nicht! Das ist immer noch zu schnell! Alles klar, dann stehe ich jetzt still! Gefangen! Hallo Holly, das war für heute die letzte Lieferung. Jetzt können wir spielen. Du bist vielleicht fertig, Ben. Doch ich muss erst noch arbeiten. Holly, es ist jetzt Zeit für die Rede. Hallo, ich finde, ihr seht alle fantastisch aus und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Tanzfestival. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Hurra! Hurra! Und wie geht es weiter? Nun kommt der schwerste Punkt. Wir sitzen ganz still, allerdings ohne einzuschlafen. Zu Ehren eurer Majestät zeigen wir nun einen Volkstanz. Wie fürchterlich. Langweilig. Wirklich gut. Fantastisch. Daddy, los, komm. Wir tanzen auch. Was? Ich kann doch... Tja, na schön. Wäre bei eurer Musik vielleicht doch etwas Moderneres möglich? Ja, natürlich. Arbeit finde ich herrlich. Sie macht Spaß. Du hast recht, Holly. Die Arbeit des Königs macht Spaß. Sie ist zu schwer. Gaston, gib nochmal alles. Stinkst aber furchtbar. Naja, glücklicherweise hat das alles niemand beobachtet. Meine Güte, sind Sie das, Nanny Plum? Ja, Königin Aurike. Ich bringe den Kindern gerade ein paar Feenregeln bei. Exzellent. Und um welche Feenregeln handelt es sich? Regel 1. Feen müssen immer süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die haut wundervoll rein. Ja. Und ich demonstriere den Kindern, was sie nicht tun sollen. Regel 2. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Ja, Romy. Die ganzen Details würden König Aurike langweilen. Ja, in der Tat. Wie mir scheint, haben Sie alles unter Kontrolle, Nanny Plum. Bitte fahren Sie fort. Danke, Eure Hoheit.
Ist das dir aufgefallen? Nanny Plum hat ein bisschen gemüffelt. Ich dachte, das wäre der Marienkäfer. Nun, wo war ich? Sie haben laut geschrien. Uff. Der letzte Ton, das war ihr Landelaut im Matsch. Uff. Danke schön, Romy. Damit wollen wir den heutigen Unterricht beschließen. Das war ein brillanter Unterricht. Ganz besonders die praktischen Demonstrationen. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Und danke für meine Rettung, Ben. Ach, ist das schön, dich endlich wieder zu haben. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Eure Majestät. Sie müssen die berühmte Hexe sein, über die ich schon so viel gehört habe. Oh, Sie beschämen mich. Über Ihre Geschicklichkeit, Ihre Güte und Schönheit. Oh. Nicht zu vergessen Ihre wundervolle Kochkunst. Möchten Sie einen warmen Kuchen? Nein, danke. Stimmt es, dass Sie Nanny Plum haben erstarren lassen? Ja, hab ich. Aber... Ich kann absolut verstehen, warum Sie sich dazu haben hinreißen lassen. So? Nanny Plum kann manchmal sehr unhöflich sein. Und sie ist leider nicht so gescheit. Das ist wahr. Ich bin sicher, wer so klug und gütig ist, wie Sie es sind und weiß, dass Nanny Plum hilflos ist, lässt noch mal Gnade vor Recht ergehen. Ganz abgesehen davon brauche ich Sie, damit sie mein Essen kocht. Das könnte ich übernehmen, Majestät. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich wollte gerade Würstchen im Schlafrock zubereiten. Dennoch hätte ich gern Nanny Plum zurück. Ich verstehe. Einen Moment. Sagen Sie Danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. Leben Sie wohl, meine Verehrteste. Es war reizend, Ihnen zu begegnen. Es war mir eine Ehre, Eure Majestät. Auf Wiedersehen. Wiedersehen! Daddy, du hast der Hexe ja gar nicht den Kopf gewaschen. Und ihr habt gesagt, dass die blöde Hexe schön wäre, obwohl sie hässlich ist und ziemlich stinkt. Tja, Ben. Zu einer Zeit kann man jemandem sagen, dass er hässlich ist und stinkt. Ein andermal muss man... nett sein. Wer nette Dinge über seine Mitmenschen sagt, der kommt immer viel weiter. Es ist gut, dass wir dich wieder haben, Nanny Plum. Dankeschön, Holly. Entschuldigt die Verspätung. Das ist ja fantastisch. Hinreißend. Wirklich? Nur das Jackett fühlt sich noch ein wenig feucht an. Es steht euch wundervoll. Es wirkt frisch und aufregend. Wir sagten gerade, wie bedeutend es ist, sorgfältig darauf zu achten, was man trägt. Oh, das finde ich ganz und gar nicht. Oh, na sowas. Oh, was ist das? Ja... Ich hatte befürchtet, dass das passiert. Zauberkleidung ist eine heikle Sache. Sieht das verrückt aus? Du trägst eine Zitrone auf dem Kopf. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Meine Frau hat's ausgesucht. Also das ist überwältigend. Und wie? Ich hab etwas Ähnliches mein Lebtag noch nicht gesehen. Absolut genial. Sich verwandelnde Kleidung. Ich wäre nie auf so etwas gekommen. Und ihr sagt, ihr achtet nicht sorgfältig darauf, was ihr tragt. Ihr versteht mehr von Mode, als wir es je könnten. Wo bekommt ihr nur eure Inspirationen her? Sagen Sie, haben Sie jemals erwogen, Mode zu unterrichten? Nanny Plum. Ich glaube, Sie richten uns jetzt ein Festmahl an. Natürlich, Eure Majestät. Ich kann machen, was ihr gern hättet. Ausgenommen allerdings Karotten, Tomaten, Zitronen. Ben, Holly, Lucy, aber
aber du müsstest doch jetzt schlafen. Ich bin so aufgeregt wegen des Weihnachtsfestes. Was sucht ihr denn jetzt hier? Wir bringen dir gerade all deine Weihnachtsgeschenke. Wow! Und kriegen Elfen und Feen genauso Geschenke wie wir? Nein, dafür feiern wir heute Abend das Elfen- und Feenfest. Mit toller Musik und Lampions in den Bäumen. Das klingt herrlich. Es ist wundervoll. Wir müssen gehen. Santa wartet auf eurem Dach auf uns. Santa? Bei mir oben? Cool. Fröhliche Weihnachten, Lucy. Fröhliche Weihnachten. Ah, da seid ihr ja. Da unten gab es nicht zufällig eine kleine Leckerei für den alten Santa, Kinder? Ja, ein Pfefferminzplätzchen. Sieht lecker aus. Und dieses Getränk. Das ist noch besser. Wir können mit dem Elfen- und Feenfest nicht beginnen, solange die anderen nicht zurück sind. Ja, ja. Und wo sind sie? Ho, ho, ho. Oh. Hallo allerseits. Wir sind wieder da. Stell dir vor, der Weihnachtsmann hat uns in seinem Schlitten mitgenommen. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Dürfen wir dich herzlich einladen zu unserem Elfen- und Feenfest? Ich habe leider keine Zeit. Ich muss noch so viele Geschenke bringen zu allen Kindern auf der ganzen Welt. Wie viele Kinder hast du denn heute bereits beschenkt? Eins. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Gut, nun sind wir ja alle da. Das Weihnachtsfest kann beginnen. Hurra! Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Er hat ihn vielleicht nicht verstanden. Irgendwas passiert gerade. Anscheinend gefällt ihm der Witz gut. Volle Kraft voraus! Ei, ei, Captain! Der Elfenpirat Rotbart und seine Mannschaft sind zurück. Welch ein Triumph! Hurra! Und sie haben also ihren Schatz zurück? Nein. Aber ihr Schiff? Nein. Und in welcher Weise kann das dann ein Triumph sein? Naja, wir sind nicht im Bauch des großen Fisches. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Sehr schade, dass der Schatz verloren ist. Er ist nicht verloren. Ich weiß, wo er ist. Und niemand wird ihn jemals im Bauch des großen bösen Barry finden. Das ist wahr. Natürlich ist es das, mein reizendes kleines Schnuckelchen. Oh. Nanny Plum? Wie ging der Witz, den du dem großen bösen Barry erzählt hast? Wie folgt. Wo haben die Fische ihr Geld deponiert? Keine Ahnung. Also wo haben die Fische denn ihr Geld deponiert? Auf einer Sandbank. Das ist doch nicht richtig lustig. Weiß ich auch. Der Witz ist ein ziemlicher Blödsinn. Aber die Fische finden die albernsten Sachen lustig. Sie haben ein sehr unterentwickeltes Gehirn. Wo haben die Fische ihr Geld deponiert? Oh, jetzt weiß ich es, auf einer Sandbank. Ich muss sagen, das ist brillant. Ach, der Herbst ist so schön. Zu dumm, dass ich den Eicheltag verpasst habe. Sieh an, eine Eichel. Na, wie charmant. Eure Majestät, werf die Eichel schnell weg. Ein Eichhörnchen, das spricht. Werf die Eichel sofort weg, eure Majestät. Ah, weiser alter Elf, wo kommen Sie denn her? Die Eichel weg, eure Majestät. Sie ist gefährlich. Unsinn, wie kann eine Eichel denn schon gefährlich sein? Die hübsche Eichel ist doch nicht gefährlich. Zwei Eicheln? Das muss heute mein Glückstag sein. Ah! Oh! War zu erwarten, dass so etwas passiert. Naja, so direkt wohl nicht. Aber das Schloss ist der ideale Ort, um Eichelvorräte für den Winter anzulegen. Was ist passiert? Wo bin ich? Fröhlichen Eicheltag, Daddy! Nun habt ihr ihn ja doch nicht verpasst. Schön! Sagen Sie mir, wie werde ich diese ganzen Eicheln wieder los? Dazu braucht ihr dieses Eichhörnchenkostüm. Was? Wie soll das funktionieren? Man schlüpft in das Kostüm und
Die Eichhörnchen ahmen einen nach. Verstehe. Na dann, schlüpfen Sie hinein, Nanny, und Beeilung. Los, los! Fröhlichen Eicheltag! Danke, dass du so viel in den Mülleimer geworfen hast. Meinst du nicht vielleicht den großen Elfenturm, Ben? Er mag dich wirklich ganz, ganz doll. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Oh je, das Auto springt nicht an. Sieh mal, der Tank ist leer, sagt die Anzeige. Kein Benzin? Ach, das ist nicht gut. Oh, ich wünschte, dass wir Ihnen helfen könnten. Nanny Plum, wie wär's, wenn Sie sich da kurz einschalten könnten mit ein bisschen, Feendings da? Feendings da? Was soll das sein? Sie wissen schon, das Zeug, das Sie mit Ihrem Zauberstab machen. Oh, Sie meinen wohl Magie, weiser alter Elf? Ja, Magie. Mit Vergnügen. Magie schafft alles. Blitzen soll's, donnern, Wunderwelt groß. Schickt das Auto los, los, los. Ja, das ist genug Feenstaub, dass sie nach Hause kommen. Oh, wir haben kein Benzin im Tank und der Wagen fährt trotzdem. Womöglich ist der Wagen so modern, dass er gar kein Benzin mehr braucht. Fragen wir in der Werkstatt nach. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Danke für die Hilfe beim Auto. Lucy, mit wem hast du denn da gesprochen? Ich bin ein paar Elfen und Feen begegnet. Oh, wie nett. Der Wagen glänzt heute ja richtig. Ich habe ihn noch nie so funkeln sehen. Das ist Feenstaub. Oh, was für eine süße Idee. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten! Es funktioniert! Hurra! Elfenrakete an Bodenkontrolle! Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich. Und das mit Gelee als Treibstoff. Hurra! Sie sind auf dem Heimweg. Mr. Elf, bitte landen Sie die Elfenrakete genau in unserem Froschteich. Jawohl. Wo sind Sie denn? Da kommen Sie. Und jetzt bitte zurücktreten. Alle in das Schlauchboot. Wir sind zurück. Willkommen zu Hause, Ben und Holly. Wir sind zum Mond und zurückgeflogen. Die Mission war also ein absoluter Erfolg. Das verdanken wir der beeindruckenden Elfengeschicklichkeit. Sie meinen wohl, wir verdanken es dem magischen Gelee. Was? Na, ohne das magische Gelee wären wir immer noch auf dem Mond. Ist schon gut, Nanny. Streiten wir uns doch nicht über solch winzige Details. Lassen Sie uns sagen, Elfengeschick brachte uns auf den Mond und Feenzauber brachte uns wieder nach Hause. Hurra! Elfenrakete, hier ist die Bodenkontrolle. Wie sieht es da oben aus? Nanny Plum hat eine Tür geöffnet und trudelt nun durch das Weltall. Oh je, welche Schande. Na, kann man nichts machen. Fortsetzung der Mission. Nein, erst einmal müssen wir Nanny Plum retten. Oh ja, ich nehme an, das müssen wir. Ich rette Sie, Nanny. Ich auch. In Ordnung. Haltet euch alle an diesem Seil fest, dann könnt ihr nicht wegtreiben. Seid ihr bereit? Bereit. Wir kommen, Nanny Plum. Zugreifen. Zugreifen. Wo denn zugreifen? Oh nein. Wir kommen nicht bis zu Nanny Plum. Mr. Elf, Achtung, das Seil ist nicht lang genug. Oh nein, verschollen im Weltall. Und ich war noch nicht einmal auf der Toilette. Hier hast du ein Lasso, Ben. Danke, Dad. Halten Sie still. Ich versuche jetzt, das Lasso um Ihre Taille zu werfen. Ich hab sie. Juhu, du bist der Retter von Nanny Plum. Oh, danke, Ben.
Ich danke allen dafür, dass ich gerettet wurde. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Nanny Plum. Nie wieder eine Tür öffnen. Ich wollte mich nur mal umschauen. Das wird künftig unterlassen. Dies ist eine ernsthafte Mission. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich fasse nie wieder etwas an. Feen-Ehrenwort. Gut, so. Nun darf ich alle bitten, sich wieder anzuschnallen. Wir landen in Kürze auf dem Mond. Oh, gut. Je früher wir da sind, desto früher kommen wir zu unserem Picknick. Zum allerletzten Mal, Nanny Plum. Es wird kein Picknick auf dem Mond geben. Das Abenteuer geht weiter in unserer nächsten Episode. Picknick auf dem Mond. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Das Rad hat dem Baum und den Elfen keinen Schaden zugefügt. Hurra! Nun die schlechte Nachricht, los! Das Rad rollt jetzt wieder hierher zurück! Ah! Alle Mann in unseren Turm, schnell! Rennt um euer Leben! Ja! Ich glaube das einfach nicht. Ja, König Aurikel, das ist wundervoll, nicht wahr? Euer Hamster ist nach Hause gekommen. Oh, Pippin ist müde. Seht ihr, das Rad funktioniert. Nun wissen wir, welche Strecke er jeden Tag zurücklegen sollte. Zum Elfenbaum und zurück. Nein, Pippin fliegt hier raus. Oh. Aber Daisy und Poppy lieben Pippin. Pippin. Ich dulde kein Haustier, das in meinem schönen Schloss wohnt. Dann verwandle ich Pippin eben in ein anderes Haustier. Und zwar in eins, das außerhalb des Schlosses leben kann. Ach, na schön, Nanny. Dann tun sie's. Die Elfen sind fertig mit dem Aufräumen des Hamsterkäfigs. Ich meine des Schlosses, Eurer Majestät. Blenden, gleich mal schauen. Oh, was? Nanny! Ja, Eure Majestät? Weshalb ist da Stroh in meinem ganzen Schlosshof? Schlosshof? Oh, ihr meint wohl den Fressnapf, oder? Was? Ja, ja, Schatz. Du wolltest unbedingt ein Haustier, das außerhalb des Schlosses lebt. So sind wir zu dem zurückgekehrt, was wir von Anfang an wollten. Ein Pony! Ah! Oh, entzücken. Pippin! Nanny, ich habe Hunger. Ich auch. Kein Problem. Aus den im Topf gebliebenen Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Erbsen und Käsestückchen ist eine leckere Suppe geworden. Oh, yummy! Der Dampf ist natürlich äußerst delikat, durchaus. Doch wird dieser Sensation etwas nachfolgen? Ja, auch wenn es recht sättigend ist, könnte ich doch noch eine Winzigkeit zu mir nehmen. Ich sogar noch sehr, sehr viel mehr. Was ist das für ein verführerischer Duft? Er kommt wohl aus der Küche. Die ist sehr lecker, Nanny. Die allerbeste. Sieh an, was ist das? Das ist nur das Essen für die Kinder. Es duftet wirklich reizend. Eine einfache Suppe, die ich aus den Resten gekocht habe. Nicht im Mindesten modern. Das würde euch nicht schmecken. Dürfte ich denn noch ein Löffelchen probieren? Der Geschmack ist ja so schmackhaft. Dürfte ich auch mal kosten? Ich auch. Ich auch. Köstlich sättigend. Fabelhaft, Nanny. Ich habe eine Erklärung abzugeben. Nanny Plum ist tatsächlich die beste Köchin auf der ganzen Welt. Da danke ich euch vielmals. Und jetzt, was möchte jeder als Nachtisch? Etwas Modernes oder meinen Rübensirup-Pudding? Rübensirup-Pudding! Hurra! Ja, Maulwürfe haben etwas gegen uns Gnome. Keine Ahnung, warum.
Danke, Mr. Gnome, für die Rettung des Zeltplatzes vor den Maulwürfen. Gern geschehen. Was gibt's zum Frühstück? Der Maulwurf hat alles aufgefressen. Oh je. Yeah. Guten Morgen. Nanny Plum. Wie war die Nacht? Sie war sehr eigenartig. Mr. Gnome ist aufgetaucht. Erstaunlicherweise liebt er Orangen. Und Mr. Gnome hat ein lustiges Lied gesungen. Das ging Rinky-Dinky-Doo. Dann ist ein Maulwurf gekommen. Der hat unsere Kleidung aufgefressen und die Lebensmittel auch. Und jetzt haben wir nicht mal mehr was zum Frühstück. Ja, mit sowas habe ich schon gerechnet. Deswegen habe ich den magischen Picknickkorb mitgebracht. Frühstück für alle hier. Hurra! Oh, ich habe ehrlich gesagt schrecklichen Hunger. Oh, haben Sie denn noch nichts gegessen? Heute noch nicht. Oh je, der Korb ist leer. Dass er leer ist, hat nichts zu bedeuten, weil er ein magischer Picknickkorb ist. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring Frühstück für uns alle her. Hurra! Mir fällt da was ein. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring auch noch Spiegeleier, jede Menge Toast, verschiedene Sorten Marmelade, leckere Würstchen und frische Pfannkuchen her. Yippie! Was für ein prachtvolles Frühstück. Danke, Mr. Gnome. Frühstück ist eins der schönen Dinge, von denen Gnome sehr viel verstehen. yummy, yummy. Oh, oh, ich hätte fast meine Ausgewogenheitsdiät vergessen. Ich sollte das alles gar nicht essen, ohne den Ausgleich durch eine Orange. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Oh, Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant. Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plum. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? 10 Jahre rund. So, korrekt ist aber eigentlich einmal jährlich. Hier, versuchen Sie's. Ja, das ist gleich viel besser. Nanny, du hast den weisen alten Elf in einen Frosch verwandelt. Und es ging leicht. Sie zaubern ihn doch aber wieder zurück. Ja, ich fürchte, das muss ich wohl. Sei im Nu, gleich wieder du. Wirklich gut. Ihr Zauberstab arbeitet jetzt offensichtlich perfekt. Nun warten Sie aber nicht wieder 10 Jahre, bis Sie ihn durchsehen lassen. Nein, weiser alter Elf, tut mir leid. Dankeschön dafür, dass Sie meinen Zauberstab repariert haben. Oh, sehr gern geschehen, Prinzessin Holly. Es ist gut, dich heil und gesund wiederzuhaben. Ich verspreche dir, von jetzt an passe ich besonders gut auf dich auf. Ja, und schlag ihn nie gegen einen Stein. Keinesfalls. Die Augen aufmachen darfst du jetzt. Überraschung! Ich sagte, keine Geburtstagsparty. Das ist ja auch gar keine Geburtstagsparty, Schatz. Das ist nur eine Überraschungsparty. Oh, na ja, dann von mir aus. Hiermit gratuliere. Ich meine, ich gratuliere Eurer Majestät dazu, dass ihr ein so exzellenter König seid. Fantastisch. Oh, danke schön. Und nun folgt das gigantische Feuerwerk. Es ist so groß wie eine Karotte. Ich liebe Feuerwerke. Und nun, Eure Majestät, bringt die Elfenband ein ganz spezielles Ständchen euch zu Ehren. Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar.
Natürlich handelt das kleine Ständchen durchaus nicht von euch. Oh, nein! Es geht um einen ganz anderen König, Eure Majestät. Der König lebt weit entfernt von hier. Und er hat zufällig heute Geburtstag, Schatz. Tja, dann kann ich sagen, es war ein reizendes Lied. Hurra! Komm schon, Daddy, lass uns tanzen. Das macht Spaß! Ich denke nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich! Na schön. Holly, tut euer Bestes. Ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Oh, es funktioniert. Oh, danke, Holly. Ups, tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder, man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Ja, Nanny Plum. Faszinierend, verehrte Plum. Wenn wir nun aber zur Naturkunde zurückkehren könnten, wäre... Ja, Kinder, was der weise alte Elf zu sagen versucht, ist, dass... Damit ist der heutige Naturkundeunterricht nun zu Ende. Das war der beste Naturkundeunterricht, den wir je hatten. Dankeschön, Romy. Es war einzigartig. Cool. Dankeschön, Barnaby. So, ab jetzt sollen Nanny Plum und der weise alte Elf immer Naturkunde unterrichten. Und zwar zusammen. Na ja. Hoho, nun, wenn ihr alle darauf besteht. Hurra! Schön, dass du wieder zu Hause bist, Schatz. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Warum bist du so winzig? Daisy und Poppy sind ziemlich ungezogen gewesen. Sie haben uns einfach klein gezaubert. Verstehe. Und wo ist Nanny Plum? Sie ist von den Zwillingen verwandelt worden. In die Puppe da. Drück auf ihren Bauch. Bin dein Kind. Bring Spaß geschwind. Wechsel meine Windel bitte. Oh. Aha. Meine Mami hat versucht zu helfen. Das hat aber genauso wenig funktioniert. Ja, leider. Und wo ist deine Mami? Hier oben, Eure Majestät. Oh. Aber die Zwillinge haben den anderen Elfen auch einen heftigen Streich gespielt. Welchen anderen Elfen? Wo sind sie? Wir sind hier, Eure Majestät. Wir sind unsichtbar. Klar. Und all diese Dinge sind Daisys und Poppys Werk? Ja. Na schön, dann muss ich alles in Ordnung bringen. Magie sei ungeschehen im Handumdrehen. Guten Abend, Eure Majestät. So, und ihr wollt mir im Ernst erzählen, dass wenn ich nur einen Tag weg bin, das gesamte Königreich nicht in der Lage ist, auf zwei kleine Kinder aufzupassen? Ja. Wirklich alles haben wir versucht, Mami. Aber die Zwillinge sind wesentlich schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Wenn ich's recht überleg, waren sie gar nicht so übel. Immerhin hatten wir auch Spaß, nicht wahr? Ja. Ich bin sicher, wenn Sie wieder mal wegfahren, Königin Aurikel, dann bewältigen wir das im Schlaf. Sehr gut. Weil ich schon bald meine Schwester wieder besuche. Nächste Woche. Nein! Lucy, könntest du Bessie bitte dazu bringen, dass sie aufsteht? Das tut mir leid. Kühe stehen niemals auf, wenn es regnet. Nanny Plum! Sie dürfen jetzt ein bisschen Zauberei einsetzen, wenn Sie wollen. Ich dachte, Sie haben was gegen Zauberei. Lassen Sie mich raus. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Abrakasum, hoch mit dir, Kuh. So,
Was sagte ich als Letztes? Das Letzte, was Sie sagten, war... Es klang genau so, als die Kuh auf Ihnen hockte. Dankeschön, Romy. Oh nein, da zieht ein Gewitter auf. Alle schnell zurück in den Bus. Lucy, du solltest auch lieber ins Haus gehen. Das kann ich nicht. Ich muss doch zuerst einmal alle Tiere in den Stall bringen. Rex kann dir helfen. Aber was wird mit Bessie und den Hühnern? Ich könnte versuchen, sie mit Zauberei in den Stall zu bringen. Oh nein, es funktioniert nicht. Der Zauberstab ist nass geworden. Es funktioniert ja doch, da. Das ist keine Zauberei. Das ist Gaston. Er ahmt Rex den Hütehund nach. Gaston ist ein Hütemarienkäfer. Ganz toll, Gaston. Danke für eure Hilfe. Hier, diese Milch möchte ich euch mitgeben. Oh, wie reizend. Oh. Ein Hoch auf Lucy. Und ein Hoch auf die kleinen Feen. Und Elfen. Seltsam. Wo ist das Tor hin? Es war ganz sicher vorhin da. Kein Problem. Ich zaubere es zurück. Oh nein. Tut mir leid, Fröschlein. Holly Aurikel, warst du das hier? Ja, Daddy. Du hast gesagt, die Frösche brauchen Wasser. Also habe ich ihnen eben einen Pool gezaubert. Jetzt reicht es. Die Frösche müssen fort. Oh. Nun geh schon. Los. Hallo, Holly. Alles in Ordnung? Nein. Daddy hat gesagt, dass ich die Frösche zurück an den Teich schicken muss. Sie wollen aber nicht gehen. Wir brauchen also schnell einen cleveren Plan, um sie zu bewegen. Elfen sind wirklich gut in cleveren Plänen. Und ich bin ein Elf. Also, was ist ein cleverer Plan? Wir machen Bockspringen. Du springst über meinen Rücken und ich springe über deinen. Hoppla! Hoppla! Und wie soll uns das denn jetzt helfen? Hoppla! Hoppla! Da! Jetzt folgen sie uns. Hoppla! 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 Da sind wir. Der Teich. Gut gemacht, Ben. Zum Glück machen sie nicht mehr das Schloss unsicher. Ach, Daddy, sie fehlen mir. Keine Sorge, Prinzessin Holly. Sie kommen ja eines Tages zurück ins Schloss. Warum? Frösche kehren immer an den Ort zurück, wo sie geschlüpft sind, um ihre Eier zu legen. Oh. Yippidi-duda! Oh, ich meinte, werfen Sie einen Blick durch die Tür zum Dachboden. Oh. Oh. Schon wieder ein Plan. Das Kreuz markiert den Fluss. Na los! Wartet auf mich! Oh, wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Wo ist denn nun der Schatz? Onkel, was sagt denn das Rätsel dazu? Auf und ab, schwankt's hin und her. Der Schatz ist versteckt hier drin, bitte sehr. Das Schiff bewegt sich auf und ab. Und hin und her von einer Seite auf die andere. Ja, das Schiff! Und da wird sich der Schatz befinden. Richtig, ihr habt es rausgefunden. Hier ist der Schatz, meine Herzchen. Oh! Dank für eure Hilfe bei der Suche nach dem Schatz. Wir sind doch wieder da, wo wir gestartet sind. Und der Schatz ist die ganze Zeit über hier gewesen. Und hatten wir nicht viel Spaß? Ei, Kapitän Rotbart! Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich gebe zu, das war's, in gewisser Weise. Spaß ist alles, worum es geht, wenn du ein Elfenpirat bist. Und ich bin ein Elfenpirat! Und nun... ruft es mich wieder zurück zu den fernen Gewässern. Auf Wiedersehen, Onkel Rotbart. Lebt wohl, Barnaby. Lebt ihr alle wohl. Wiedersehen. Hiss das Großsegel, Polly. Lichte den Anker. Schrubb die Decks. Ansetzt die Segel.
Jetzt geht das Schiff auf große Fahrt. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Pirat werden. Aha! Ich auch! Und ich! Und ich! König und Königin Marigold. Ach, wie entzückend, euer reizendes Königreich wiederzusehen, Königin Aurike. Es ist ja stets aufs Neue ein großes Vergnügen, hier die Erfahrung des einfachen Landlebens zu machen. Und wir sind ganz gespannt auf die Original-Elfenmusik. Oh ja, die müsst ihr einfach hören. Oh, König Aurike, ihr habt ja gar nicht erzählt, dass ihr auch Dirigent seid. Ich habe ein besonderes Interesse am Klang dieser Band. Ich muss sagen, das ist durchaus nicht das, was ich von dem Konzert erwartet habe. Sie haben geübt und zwar sehr fleißig. Die Elfen spielen ja gut. Nur das Stück ist doch recht altmodisch. Auch der Klang der Instrumente ist nicht gerade originell. Ich dachte, bei Elfenmusik gäbe es mehr Folklore. Was sagt ihr? Interessant. Was ist das? Eine fantastische Performance. Wirklich anregend. Ein Triumph, König Aurike. Haben Sie jemals daran gedacht, Musik zu unterrichten? Ich weiß nicht. Tanzen? Das war super! Hurra! Gut gemacht, weiser alter Elf! Ich wusste, es funktioniert! Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich. Elfen sind nie wirklich fröhlich. Oh, wie wäre es, wenn Sie den Zauber jetzt doch beenden würden, Nanny Plum? Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind! Oh, sehr gern. Wind sofort, Wind nicht mehr am Ort. Weiser alter Elf, sind Sie unverletzt? Natürlich, es geht mir gut. Ich bin ein Elf. Ich gehe jetzt rein und hole meinen Sack Mehl. Nanny Plum, ich rate Ihnen dringend davon ab, diese Tür zu öffnen. Oh, nun machen Sie sich nicht so wichtig. Da ist dein Dad. Hallo, Dad. Hallo, Ben. Ah, Mr. Elf. Könnten Sie wohl gleich einen Sack Mehl ausliefern an Nanny Plum? Sie kann eine ganze Wagenladung haben. Ich werde sie auf der Stelle zum Schloss fahren. Hurra! Oh, vielen Dank. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ein schlechter Empfang, weiser alter Elf? Nanny Plum, ist Ihnen eigentlich klar, wie spät es ist? Ich rufe nicht an, um nach der Uhrzeit zu fragen. Wir sitzen in einem großen Hausfest, das Fenster ist geschlossen. Ich brauche ein paar Elfen, die uns retten. Verstehe. Und wie viele Elfen sollten es sein? Na, alle. Wir sind durch das Fenster hereingekommen. Jetzt ist es allerdings zu. So, es ist offen. Danke, Lucy. Es war nett, dich kennengelernt zu haben, Lucy. Wir sollten dich aber eigentlich nicht wecken. Keine Sorge deshalb. Ich werde so tun, als ob ich schlafe. Wiedersehen. Ich sehe, ihr habt die Kleine doch aufgeweckt. Das ist nur aus Versehen geschehen, Nanny. Ja, schon gut, Holly. Sie wachen immer auf. Elfen zur Rettung! Elfen zur Rettung! Und
Wo ist nun das Fenster, das dringend geöffnet werden muss? Da sind Sie gerade durchgekommen. Verstehe ich nicht. Das ist doch ein offenes Fenster. Ja, wir haben es schon allein geschafft. Wir brauchen Sie nicht mehr. Tut uns leid. Tut uns leid? Alle Elfen des Königreichs sind mitten in der Nacht aus den Federn gesprungen, weil sie uns alarmiert haben. Psst! Können Sie vielleicht leise sein? Natürlich kann ich das. Elfen sind fantastisch darin, leise zu sein. Und wir sind Elfen. Nein! Deswegen können Elfen nie Zahnfeen sein. Sie sind zu geräuschvoll. Ist was, Lucy? Wir haben Krach gehört. Es ist nichts. Sie schläft fest. Ihr könnt wieder rauskommen. Mach's gut, Lucy. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, Ben und Holly. Können wir vielleicht mitfahren? Ich bin ein bisschen zu müde zum Fliegen. Na, kommen Sie schon. Hey, wo ist unsere Eiscreme? Große Güte! Versucht es aufzuhalten, Nanny. Es hat nur gar nicht funktioniert. Wir können von Glück reden, dass der König und die Königin nicht hier sind und diesen Schlamassel sehen. Der König und die Königin! Hurra! Eine wirklich reizende Überraschung, dass wir von euch allen willkommen geheißen werden. Wenn ihr gestattet, dann erlaube ich mir als Erster auszudrücken, wie froh wir sind, dass ihr wieder zurück seid, eure Majestäten. Während ihr fort wart da... Ja, ja. Ich bin jetzt ein wenig müde. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Stopp! Wie wär's noch mit einem kleinen Spaziergang, Eure Majestät? Ich bin mit Aufräumen und Saubermachen nicht ganz fertig geworden. Wenn schon, Nanny Plum. Das kümmert mich nicht. Ich will nur noch ein heißes Bad. Eiscreme. Tut mir so leid, Daddy. Das ist alles meine Schuld. Ich habe versucht, eine gute Königin zu sein und dafür zu sorgen, dass alle glücklich sind. Aber das ist doch viel schwerer, als du denkst. Ja, Holly. Wem sagst du das? Ganz besonders bei Elfen. Elfen sind niemals glücklich. Wir sind durchaus glücklich. Und zwar, wenn wir beschäftigt sind. Elfen sind gern sehr beschäftigt. Und wir sind Elfen. Wenn das so ist, dann befehle ich, dass alle Elfen sofort zurück an die Arbeit gehen. Hurra! Und die erste Aufgabe ist die Beseitigung der Flut von Eiscreme. Ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll! Sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig! Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf. Gaston! Danke, Gaston. Schwing dich in die Lüfte! Yeeha! Über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen. Ich die liebe.
Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner, sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist delikat, ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Können wir darin die Antwort finden? Mal sehen. Habt ihr es euch bequem gemacht? Ja, Königin! In klaren Nächten können wir die Sterne am Himmel leuchten sehen. Das Licht, das wir von jedem Stern sehen, ist gering. Ein winziges bisschen Licht. Wir können es auch nur sehen, weil der Himmel so dunkel ist. Schwarz! Nachts sieht der Himmel total schwarz aus. Sehr richtig, Holly. Wenn der Morgen kommt und die Sonne aufgeht, wird der Himmel heller und die Sterne verschwinden. Aber Mami, wo gehen die Sterne denn nun hin? Du wirst dich wundern, nirgendwohin. Was? Sie stehen noch am Himmel und scheinen. Dass wir sie nicht sehen, liegt nur daran, dass der Himmel so hell ist. Liegt auf der Hand. Ich wusste das. Und wenn die Sonne untergeht und der Himmel dunkler wird, können wir die Sterne wieder sehen. Dann geht die Sonne fort. Natürlich. Und Daddy, wohin geht dann die Sonne? Tja, sie... Weise alter Elf? Diese Bücher sollten die Frage beantworten, Eure Majestät. Hurra! Jetzt noch viele Küsse für Ben. Und etwas funkelnden Glitter. Fertig. Großartig. Ganz verblüffend, was man alles ohne Zauberei schaffen kann. Ja, Nanny Plum. Allerdings. Jetzt beeil dich, du kommst zu spät zu Bens Geburtstagsparty. Ben wird von der Karte bestimmt begeistert sein. Hallo, Holly. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Komm rein. Meine Karte für dich. Danke, Holly. Ben hat viele Karten bekommen, die ganz reizend sind. Ich habe meine mit Magie gemacht. Wow. Ich habe meine mit einem Computer gemacht. Hier. Oh. Ich habe meine in einem Laden gekauft. Ja, klasse. Holly, darf ich jetzt auch deine Karte haben? Sie ist nicht wirklich toll. Sie entstand ohne Magie oder Computer. Und ich habe sie auch nicht gekauft. Ich habe sie selbst gemacht. Du meinst so ganz ohne Zauberei? Wow, die ist ja fantastisch. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Oh, mein Gott, wie hoch das Wasser schon steht. Ben, Holly, kommt sofort aus der Burg raus. Das geht nicht, das Wasser steht zu hoch. Holly, du kannst doch einfach ans Ufer fliegen. Schon, ja. Oh, es ist zum Fliegen zu windig. Holly, wie wär's denn jetzt mit ein bisschen Magie? Ja, ich schwinge meinen Zauberstab und... Oh, der ist ja verschwunden. Euer Zauberstab ist hier. Ich könnte ihn zu euch rüberwerfen. Vielleicht fällt er dabei aber ins Wasser. Nur keine Sorge. Mrs. Elf ist eine ganz großartige Werferin. Und ich bin ein begnadeter Fänger. Na schön. Keine Angst, Zauberstab. Ben wird dich fangen. Fertig, Ben. Ja, Mami. Eins, zwei, drei, wuff! Hurra! Danke, Ben. Nun zaubern wir mal ein kleines bisschen. Sonne, See und Sand bringt Ben und mich aufs trockene Land. Hurra! Gut gemacht! Gemacht!
Es ist so schön, dich wieder zu haben, Zauberstab. Ich wusste, dass Ben dich fangen würde. Danke, Holly. Und ich wusste, du zauberst uns sofort in Sicherheit. Ja, die Rettung war eine perfekte Mischung aus Feenzauber und Elfenkönnen. Auf das Elfenkönnen. Und auf den Feenzauber. Ben hat den Zauberstab gefunden. Wie erfreulich. Aber du hättest ihn lieber gar nicht erst verlieren sollen. Ja, Nanny Plum. Dir, Ben, müssen wir herzlich dafür danken, dass du Hollys Zauberstab gefunden hast. Das war nicht schwer, wirklich. Du hast dir einen Finderlohn verdient, denke ich. Du wünschst dir einen neuen Hut, richtig? Ja, das soll mein Dankeschön für Ben werden. Nein, bitte, das musst du nicht. Steh jetzt ganz still, Ben. Und Holly, schwing den Zauberstab ganz vorsichtig. Ja, Nanny Plum. Abrakasut, zaubere Ben den neuen Hut. Wie schön, es funktioniert. Du hattest den Zauberstab unter Kontrolle. Also das ist ein toller Cowboyhut. Ben, danke, dass du den Zauberstab gefunden hast. Tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass dein Plan funktioniert. Und mir tut es leid, dass ich deinem Hutzauber nicht richtig vertraut habe. Oh nein! Wenn er den gezauberten Hut aufsetzt, ist Ben blau. Wie sehe ich aus? Ich finde, dein alter Hut kleidet dich viel besser. Finde ich auch. Abrakasück zurück. Ah. Das war die unbequemste Nacht, die mir je zugestoßen ist. Oh, wie lange wird Gaston wohl noch bei uns bleiben? Meine Einladung hieß, so lange, bis eine Höhle repariert ist. Und wie lange wird das dauern? Keine Ahnung. Gehen wir hin und sehen nach, wie die Elfen vorankommen. Hallo, haben Sie Gastons Höhle wieder in Ordnung gebracht? Gaston hat nämlich schon ziemliches Heimweh, weiser alter Elf. Gute Nachrichten. Der Austausch des verrotteten Holzes ist fertig und das Verputzen der Decke. Und das Loch ist dicht? Nein, noch nicht. Aber ich bin sicher, zur rechten Zeit werden wir das hinbekommen. Haben Sie nicht versucht, diesen Stein zu bewegen? Hurra! Der König hat geschafft, dass die Höhle trocken ist. Ich bin stolz auf dich. Überzeugende Arbeit, Eure Majestät. Habt ihr schon mal daran gedacht, selbst Baumeister zu werden? Eigentlich nicht. Ich denke, ich hänge zu sehr am Regieren. So, Gaston, deine Höhle ist fertig. Du kannst sie jetzt wieder beziehen. Gaston sagt Dankeschön und lebt wohl. Wiedersehen, Gaston. Wiedersehen. Mach's gut, Gaston. Dein Besuch bei uns war richtig lustig. Wir sind so traurig, dass du uns verlässt. Gaston sagt, er will euch nicht traurig machen. Er wäre durchaus bereit, länger bei euch zu bleiben. Ist schon gut. So sehr traurig wäre ich nicht. Gaston besteht darauf, Eure Majestät. Sehr erfreut.